Der nächste Morgen. Mann, Mann, ganz schön unheimlich, Doc, wenn Sie so beim Aufwachen über mir stehen. Haben Sie mich beobachtet? Wir beobachten Sie ständig. Stehen Sie auf, es gibt viel zu tun. Ich frage mich, wen ich heute töten werde. Seien Sie nicht so anmaßend. Ihre Vorfahren hatten fast die richtige Idee, Mr. Miles. Wenn der Tod weniger, erst recht böser Menschen, die Leben Tausender retten kann, nun, dann ist es ein kleines Opfer. Was meinen Sie mit fast? Sie gingen nicht weit genug. Um einen etwas abgegriffenen Vergleich zu verwenden, Korruption ist wie ein Krebsgeschwür. Schneidet man die Tumore raus, aber übersieht den Ursprung. Nun ja, bestenfalls gewinnt man etwas Zeit. Es gibt keine wirkliche Chance ohne einen umfassenden Ich weiß, woraufhin ich habe den Controller gerade nicht in der Hand. Erziehung. Um hey, Desmond. Erziehung, genau zu sein. Aber es ist nicht einfach. Und es klappt nicht immer. Lassen Sie mich raten. Sie haben eine bessere Lösung. Wie heißt sie? Franziska. Dann würde ich es ja verraten. Jetzt hat's aufgehört. Anscheinend möchte Desmond, wenn er sich mit Leuten unterhält, gerne im Kreis laufen. Ja. Hey, Lucy. Oh, bevor ich mich wieder hinlege, ich möchte einmal die Aussicht genießen. Ja, viel Spaß mit dieser Aussicht. Hell. Wie ist es hier hinten? Ist es hier hinten auch hell? Hier ist es auch hell. Wenn es hier hell ist und da hell, dann muss es da hinten nicht ganz so hell sein. Da hinten hast du keine Fenster. Schämt euch! Hinsetzen, Desmond. Zauberwort. Zauberwort. Ich gebe den Tipp. 5 Buchstaben, 2 T's. Ich akzeptiere auch flott. Total? Setzen. Nein, bitte. Zauber, 2 T. Setzen! Das schreibt man mit einem T. Das ist ja Sie können zur Ablenkung heimlich töten, indem Sie ein Messer werfen, jemanden von einem Dach stoßen oder ein unauffälliges Attentat durchführen. So, Sie können es unauffällig heimlich töten und haut erstmal wild durch die Gegend. Ja, ich komme gerade nicht ans Messer dran. Das ist meine Tanzroutine. Ich lebe. Aber ich sah euch zustoßen, fühlte die Umarmung des Todes. Ihr saht, was ich euch sehen ließ. Und dann fielt ihr in den Schlaf der Toten. Der Ungeborenen. Auf das ihr erwachen würdet und wiedergeboren. Aber warum? Erinnert ihr euch, Altair, wofür die Assassinen kämpfen? Frieden in allen Dingen? Ja, in allen Dingen. Es ist nicht genug, die Gewalt zwischen den Menschen zu beenden. Es geht auch um den inneren Frieden. Das eine geht nicht ohne das andere. So sagt man. So ist es. Aber ihr, mein Sohn, habt den inneren Frieden nicht gefunden. Dies zeigt sich auf schändliche Weise. Ihr seid arrogant und hochmütig. Aber habt ihr nicht immer gesagt, dass nichts war und alles erlaubt ist? Ihr versteht die wahre Bedeutung dieser Phrase nicht, mein Kind. Sie erlaubt euch nicht zu tun, was euch gefällt. Es ist eine Lehre, die eure Sinne leiten soll. Sie setzt eine Weisheit voraus, an der es euch mangelt. Was soll nun aus mir werden? Ich sollte euch töten für das Leid, das ihr uns zugefügt habt. Malik hielt es für angemessen. Euer Leben für das seines Bruders. Aber es wäre eine Vergeudung meiner Zeit und eures Talents. Ihr werdet sehen, dass ihr eure Besitztümer verloren habt. Und euren Rang. Ihr seid ein Novize. Ich bin ein Novize! So wie an dem Tag, an dem ihr unserem Orden beitratet. Jetzt kann ich wieder der Beste werden! Ich biete euch Gelegenheit, euch reinzuwaschen. Und euch den Weg zurück in die Bruderschaft zu verdienen. Ihr habt schon etwas geplant? Zuerst müsst ihr beweisen, dass ihr euch erinnert, wie man Assassine wird. Ein wahrer Assassine. Also soll ich ein Leben nehmen?
Nein, jetzt noch nicht. Zunächst werdet ihr nur ein Schüler sein. Das ist nicht nötig. Doch. Andere jagten eure Beute für euch, aber von heute an werdet ihr eure Beute selbst zur Strecke bringen. Wenn ihr das wünscht? Das ist es. Dann sagt mir, was ich tun muss. Wir wurden betrogen. Jemand hat Robert de Sable geholfen. Ja, ich weiß nicht. Ihr müsst ihn finden und hierher bringen, um ihn zu verhören. Was könnt ihr über den Verräter sagen? Ah, das ist der Punkt. Mehr werde ich euch nicht sagen. Der Rest liegt bei euch. Guck mal, du hast nur noch ganz wenig Lebensenergie. Du bist eine Vize. Yay! Sie wurden degradiert. Waffe von neuen Schwert und versteckte Klinge. Und das Kurzschwert und Konterkills und Wurfmesser. Und Rempeln und Vorsprung greifen und losreißen. Ballons wieder lang und ausweichen und extra Wurfmesser. Und auch noch ganz andere Zeug. So. Aber ich kann noch untertauchen. Ja, ja, das ist alles, was zählt. Also gut, ich kann niemanden mehr töten. Meinetwegen. Bis du bewiesen hast, dass du dich daran erinnerst, wie man Assassine wird. Und Leute töte. Ich hab's erwartet, als ich unterwegs war. Ja, man hörte dich etwas erschrocken. Das wird wehtun. Entschuldigung. Aber guck mal, Rempeln hat mir Energie wiedergebracht. Friede sei mit euch, Altair. Ihr steht mir im Weg. Ja, Al-Mualem bat mich, euch zu helfen. Euch zu erinnern, wie wir unsere Beute machen. Ich weiß, wie es geht. Das mag sein, aber ich muss meinem Befehl folgen. Dann beeilt euch. Ja, wir haben viele Fertigkeiten zur Wahl. Ja, ja. Wir können lauschen, stehlen oder Gewalt einsetzen, um einzuschüchtern. Ihr erinnert euch. Dann mische ich mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Ja, beginnt auf dem Marktplatz des Dorfes. Dort haben wir den Verräter zuerst entdeckt. Ihr wisst, wer es ist? Mag sein. Gebt mir einen Namen und bringen wir es hinter uns. So funktioniert das nicht. Geht. Und denkt daran, auf dem Marktplatz des Dorfes zu beginnen. Aber ich kann noch schlagen. Ha. Ja. Du kannst im Notfall noch Leute verprügeln. Entschuldigung. Ich finde die Leute gut, die einfach nur Spanisch anfangen zu schreien. Ah! Ah! Ich wurde angerempelt! Oh nein! Bock, Bock! Ja, guck, sieht doch fast aus wie ein Hühnchen! Bock, Bock! Alter, ihr das Assassinenhuhn! Wenn man jetzt bedenkt, dass Alter ihr eigentlich Adler bedeutet, aber hey! Wer ist das Assassinenhuhn? Entschuldigung. Das ist teilweise das, wovon diese Reihe lebt. Diese dummen Kommentare der Passanten. Setzen Sie aber eine Bank in der Nähe und beginnen Sie das Lauschen. Wer ist das Ziel? Wahrscheinlich die beiden, die sich da die ganze Zeit nach hier oben drehen. Erfassen! Ja.
Nicht den da hinten. Nee, falsch. Gott. Jetzt. Ich weiß, was ich sah. Masun öffnete das Tor. Er ließ die Templer herein. Das müsst ihr Al-Mualim berichten. Ich kann nicht. Masun war nicht alleine. Jemand in der Festung hat ihm geholfen. Wie kommt ihr darauf? Er tauscht Briefe mit jemandem aus. Der Korbmacher überbringt sie für ihn. Das ist kein Grund zu schweigen. Ah, aber der Korbmacher hat ihm direkt vor dem Angriff einen Brief übergeben. Mich deucht, er enthielt den Befehl, das Tor zu öffnen. Dann sprich mit dem Korbmacher. Er kann Masuns Komplizen benennen. Er ist verschwunden. Versteckt sich aus Angst, hineingezogen zu werden. Wahrscheinlich hat er sich in seine eigenen Körbe verkrochen. Ich wollte gerade sagen, ich gucke mir jetzt alle Schubkarren und... Sehr schön, Alter, hier. Stützt sich an der nicht vorhandenen Wand ab. Was bedeutet das blinkende Zeichen da unten? Auf meiner Karte? Das ist deine nächste Mission. Na, okay. Gerade das erste Zeichen war jetzt eine Lauschmission, jetzt hast du, glaube ich, eine Diebstahlmission. Ich wollte gerade fragen, was ist das? Das ist eine von 20 Assassinenflaggen in dieser Stadt. Okay. Ach ja, richtig, in diesem Teil waren das Flaggen. Die konnte man wenigstens noch halbwegs gut sehen. Warum? In Teil 2 sammelst du, glaube ich, Adlerfedern. 100 Stück über die ganze Welt verteilt. Resignierte. Warum macht er das? LT. Bitte, nur einen. Wir haben bei dem Angriff alles verloren und nun haben wir keinen Platz für unser Getreide. Ich kann jetzt nicht. Habe zu tun. Ist das wegen dem Brief? Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. Die wissen, wo du bist. Dann sind sie unauffällig, B. Das war der beste Taschendiebstahl aller Zeiten. Du, das ist dieses B und X. Die sind irgendwie unterschiedlich. Stoßen sie die Leute aus dem Weg. Meine Lieblingsszene war, ich will dich zu den beiden umdrehst und er so einen unauffälligen muss. Ich da runter. Ihr seht mich nicht. Okay. Alles gut.
Ich habe nie behauptet, dass ich in diesem Spiel gut wäre. Nö, nö, du hast ja auch gesagt, du hast es noch nie gespielt. Steht direkt neben ihm und haut ihm erstmal eine runter. Gib mir den Brief! Wie gesagt, ich habe die Tasten vertauscht. Ich bin so ein bisschen gewohnt, dass X quasi unten ist, da ja, wo A liegt. Ja. Bitte, nur einen. Wir haben bei dem Angriff alles verloren und nun ich haben wir total keinen Platz für unsere Getreide. Das ist die Assassinenstadt, da passiert ja schon mal sein, da rumrennt. Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. Ja, hinterher. Und neuer Versuch. Wo soll denn hin? 16 Meter vor dir. Ah. Da, rechts von dir direkt. Müsste sein. Jetzt ist er wieder zurück in seine Ausgangsposition gewandert. Jetzt endet dein Leben! Lungs, halt ihr das nicht ein bisschen übertrieben? Doch eine Rosinenflagge gefunden! Yay! Nicht übel. Nicht übel. Seid ihr jetzt alle weg? Ja. Du bist auch auf grün, denn wenn du jetzt rauskommst, ist es auch wieder. Ja. Da könnte der direkt neben dir stehen. Nee, ich such dich nie mehr. Entschuldigung. Wie nah muss ich an dem dran stehen? Das ist einfach schlecht erklärt. Geh einfach von hinten auf ihn zu und halt dabei B gedrückt. Okay. Mal so nahe der Zypresse finden. Vor allem kein anderer auf der Straße um euch rum. Wo ist mein Brief? So. Er mag Heu. So sieht's aus. Er hat keinen Heuschnupfen und das muss er allen zeigen. Ich sehe, wie ihr mich anblickt. Höre die Dinge, die ihr sagt. Kantaretta? Ich bin Kantaretta. Al-Mualim ist derjenige, der uns betrügt.
Ihr werdet es sehen. Bald werden eure Augen die Wahrheit erkennen. Wir stehen auf der Schwelle zwischen dieser und einer neuen Welt. Einer besseren Welt. Zu meinem Pferd befragen Sie mich. Zu nah befragen Sie mich. Männer wie Al-Mualim möchten diesen Traum zerstören. Der heutige Angriff war nur der erste. Mehr werden folgen, bis ihr bereut. Gebt eure verschlagene Lehre auf. Erhebt euch gegen den Verrückten von Masyaf. Durchschaut seine Lügen. Hast du gerade gesagt zu mir hin fort, Ungeziefer? Hört ihr denn schnell? Ja, ich soll weggehen, ist ja in Ordnung. Okay, er hängt an der Balustrade. Das ist in Ordnung. Wo gibt's denn hier einen abgelegenen Ort? Hier zumindest schon mal nicht. Am besten schlage ich ihn hier nieder. Genau, vor den Wachen. Ich meine, die Wachen sollten vielleicht auch was tun, wenn er da steht und den Anführer des Ortes immer behauptet, der ist der Verräter, der will uns und ich werde ihn zur Strecke bringen. Leute, ich glaube, ich habe den Verräter gefunden. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Genug, ich beuge mich. Dann sprecht geschwind. Ich habe kein Interesse an euren Spielchen. Warum habt ihr uns betrogen? Und in wessen Dienst steht ihr? Wir dienen den Templern. Das solltet ihr auch. Ihre Sache ist gerecht. Wir? Jamal, er hat mir von ihren Plänen erzählt, bat mich, das Tor zu öffnen. Ihr habt uns verraten. Uns, die euch einen Bruder nannten und euch Schutz gewährten. Ich tat, was ich für richtig hielt. Und wenn ihr mich dafür töten müsst, so sei es. Ich fürchte den Tod nicht. Es ist nicht an mir, euer Schicksal zu entscheiden. Al-Mualem wird richten. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Man wirft euch vor, die Bruderschaft verraten und dem Feind die Tore geöffnet zu haben. Was entgegnet ihr diesen Vorwürfen? Ich leugne nicht. Ich bin stolz auf meine Tat. Ich bereue nur, dass ich scheiterte. Ich gebe euch Gelegenheit, Reue zu zeigen, dem Bösen in eurem Herzen zu entsagen. Es ist nichts Böses in meinem Herzen, nur Wahrheit. Dem Bösen in eurem Herzen nicht kombüsen. Dann werdet ihr sterben. Kombüsen in eurem Herzen zu entsagen. Ihr habt euch bewährt, alter ihr. So, und jetzt räumt den erneut das Recht, aber auch meine Klinge zu tragen. Was wird aus dem, der ihm geholfen hat? Das bleibt abzuwarten. Manche tun Böses aus Furcht oder Unwissenheit. Diese Männer können gerettet werden. Andere leiden unter kranken Vorstellungen. Ihr Geist ist verdreht und vergiftet. Diese Männer müssen vernichtet werden. Bald schon werden wir wissen, zu welcher Sorte Jamal gehört. Dann habe ich eure Prüfung bestanden. Was nun? Du darfst ein Schwert führen. Oh mein Kind, wir haben gerade erst begonnen. Ich habe eine Liste mit 9 Namen drauf. 9 Männer, die sterben müssen. Okay. Es sind Unheilsstifter, Kriegstreiber. Ihre Macht und ihr Einfluss zerstören das Land und lassen den Kreuzzug andauern. Herr damit! Ihr werdet sie finden. Sie töten. Wenn ihr dies tut, sät ihr die Saat des Friedens. Für das Land und für euch selbst. Auf diese Weise könnt ihr euch reinwaschen. 9 Leben im Tausch für meines. Ein großzügiges Angebot, wie ich finde. Habt ihr noch Fragen? Nur, wo ich anfangen soll. Nun gut. Reitet nach Damaskus. Sucht den Schwarzmarkthändler namens Tamir. Lasst ihn den Ersten sein. Besucht den Verbindungsmann, wenn ihr dort ankommt. Ich schicke einen Vogel, der den Rafik von eurer Ankunft unterrichtet. Ihr werdet sehen. Er hat euch viel zu bieten. Wenn ihr das für das Beste haltet? Das tue ich.
Und ohne seine Zustimmung könnt ihr eure Mission nicht beginnen. Was soll der Unfug? Ich brauche seine Erlaubnis nicht. Doch. Das ist Zeitverschwendung. Es ist der Preis, den ihr für eure Fehler zahlen müsst. Als Hedai steht ihr nicht nur mir Rede und Antwort, sondern der ganzen Bruderschaft. So sei es. Nehmt eure Ausrüstung und geht. Beweist, dass ihr uns noch nicht ganz verloren seid. Ich wollte schon sagen, kann ich das komische Ding auf dem Tisch einfach mitnehmen? Das ist dein komisches Ding auf dem Tisch. Ich kann im Hof trainieren. Yep. Und jetzt geht's auch endlich richtig los. Jetzt kannst du nach Damaskus reiten und Städte erforschen und sowas. Ja, ja. Nein, da springe ich jetzt nicht wieder runter. Alter, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Kein Problem, ich komme. Ich ihnen zeigen, was ihr wisst. Ich weiß, dass ich kontern kann. Nee, warte, habe ich vergessen, wie das geht. Schön, wie du da gegen den Rand läufst, Typ. Ja. Muss ich jetzt irgendwas schaffen? Keine Ahnung, durch meinen Start. Oder du haust ihn einfach zu Boden. Das ist einfach nur zu üben. Das Werk eines Meisters. Falsche Taste. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Du ganz wehrlose Schüler vermöbeln. Herzlichen Glückwunsch. Yay! Ja. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Diese wilden Hiebe öffnen dem Gegner Tür und Tor und bringen euch einen frühen Tod. Verratskeime, aber das ist auch alter Irs Strategie. Leute früh umbringen? Nee, wilde Hiebe. So ein komischer Kraut. Hey, ihr sollt euch nicht gegenseitig nachsprechen. Aber das macht doch Spaß. Aber das macht doch Spaß. Ui. Ich hab da doch eine gesehen. Schon mal ein Kind gesehen, was durch die Leute Gegend rennt und Leute ermordet? Na, kommt doch an. Gab's bestimmt schon mal irgend sowas.